Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen zunächst eine Reise vorstellen durch den amerikanischen Westen, eine unserer langjährigen Rundreisen durch die schönsten Nationalparks und zu den faszinierendsten Städte im Westen der USA. Die Reise findet in diesem Jahr vom 21. Juni bis 4. Juli statt und wird wie seit vielen Jahren von meiner Frau Angelika Vogt-Heidegger begleitet. Das Besondere bei unseren USA-Rundreisen ist zum einen die persönliche Betreuung. Dann, wir fliegen nonstop mit Direktmaschinen der Lufthansa. Wir haben seit vielen Jahren bewährte Routen, nicht nur, die wir persönlich ausgearbeitet haben. Wir haben auch sehr gute Hotels und Lodges, die gerade bei dieser Reise dann eben auch in den Nationalparks sind, sodass man diese auch am Abend genießen kann. Und wir reisen mit einer kleinen Gruppe von 20 bis 25 Gästen im Normalfall in einem komfortablen Reisebus. Bei dieser Reise, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, beginnen wir in Los Angeles, haben die ersten zwei Nächte eben nicht draußen am Flughafen, sondern in Beverly Hills, Hollywood, am Hollywood Boulevard, wo wir im Löw's Hotel übernachten. Und wenn man dort Glück hat, ein Zimmer nach hinten raus hat, dann sieht man sogar vom Zimmer aus das Hollywood Sign, aber man kann es vor dem Hotel auf jeden Fall erkennen. Wir sind also direkt mittendrin, da wo man eigentlich in Hollywood sein möchte, ungefähr 200 Meter neben dem Kodak Theater, wo jetzt demnächst im Februar wieder die Oscars vergeben werden. Wir machen eine Stadtrundfahrt, nicht mit diesem Bus, sondern mit unserem Rundreisebus, den Sie nachher noch mal sehen, mit dem örtlichen Reiseführer, der Ihnen auch das Downtown Los Angeles zeigt, hier die Walt Disney Concert Hall. Wir kommen natürlich dann nochmal an den Hollywood Boulevard, an den Walk of Fame, wo Sie die Berühmtheiten, Sänger, Schauspieler, die sich verewigt haben, sehen können, zum Man's Chinese Theater, was ums Hotel, um die Ecke herum zu finden ist. Wir gehen nach Santa Monica, haben mal die Gelegenheit, den Fuß in den Pazifik zu strecken und sind natürlich auch am berühmten Rodeo Drive, wo wir schauen, was die Schönen und Reichen einkaufen. Wir fahren diese Tour mit einem modernen Reisebus, der in Ulm gebaut wurde, ein Setra, wie wir ihn hier in Europa auch fahren. Er ist nicht ganz so toll ausgestattet. Generell in Amerika gibt es nur eine Tür, nur die vordere Tür. Es gibt eine Toilette ganz hinten. Es gibt leider keine Küche und keine Kaffeemaschine und auch keine eingebaute Bar. Das improvisieren wir mit einer Bordbar. Aber es ist ein sehr komfortabler Bus und Sie haben vor allen Dingen Platz. Das ist auch einer der Gründe, warum diese Reisen ihren Preis haben. Wir legen eben Wert darauf, dass wir hier diesen Bus nicht füllen mit 54 Gästen, wie es auch geht. Das reduziert natürlich den Preis pro Gast, aber der Genuss pro Gast ist ungleich geringer. Deshalb, wir fahren hier mit etwa nur 50% Auslastung, sodass theoretisch jeder Gast einen Fensterplatz und einen Doppelsitz hat. Die Tour geht dann erstmal nach Süden, nach San Diego. Da kommen wir an einer Missionsstation vorbei, San Juan Capistrano. Auch etwas Historisches, nicht nur das Moderne in Los Angeles, sondern auch hier mal ein Blick zurück in die Phase, wo diese Westküste der USA besiedelt wurde, wo die Spanier eingedrungen sind von Mexiko aus. Wir sind hier schon ganz nah an der mexikanischen Grenze und diese wunderschönen Missionsstationen hinterlassen haben. Eine davon, die Station San Juan Capistrano, die auch einen wunderschönen Garten hat, wo es immer sehr schön blüht. Und da werden wir uns aufhalten, das auch besuchen, bevor wir dann nach San Diego kommen. Die Stadt ganz nah an der mexikanischen Grenze. Auf der anderen Seite ist dann Tijuana schon. Wir sind hier deshalb am Abend in der Altstadt, im Old District von San Diego untergebracht auch. Das ist ein sehr stark mexikanisch angehauchter Bezirk und werden dort abends auch ein mexikanisches Essen dann auftischen lassen. San Diego ist eine Stadt, die nicht so häufig besucht wird und wir waren der Meinung, dass es sehr gut zur Route passt, vor allen Dingen, weil wir dann am nächsten Tag ganz entlang, quasi ganz im Süden der USA, an der mexikanischen Grenze entlang, nach Arizona fahren. Das ist der nächste Halt. In Phoenix bzw. Scottsdale werden wir übernachten. Das ist ein etwas längerer Tag mit dem Bus, einer der längsten Tagesetappen, die wir bei dieser Reise haben. Ansonsten sind es immer nur kurze Fahrten, wo man immer wieder aussteigt, was Schönes besichtigt oder
auch was isst und Picknick macht. Hier reizen uns dann mal die Saguaro-Kakteen, wo wir natürlich auch anhalten und aussteigen, dass wir nahe dran kommen, um auch die Dimensionen dieser Riesenpflanzen zu erahnen. Und von Scottsdale aus nähern wir uns dann langsam dem Grand Canyon. Hier nur ein Bild bei dieser Reise, aber auch bei allen anderen Reisen in den USA ist es immer so geregelt, dass das Frühstück im Preis inkludiert ist, ein sehr herzhaftes, sehr oft ein Frühstücksbuffet mit amerikanischem Frühstück, also Früchte, wenn Sie wollen, Cornflakes, aber auch Eier, Schinken, Käse, sogar Brot gibt es. Also das sind die Amerikaner, sind gewöhnt, sehr herzhaft zu frühstücken und viel. Mittags machen wir meistens nur eine Kleinigkeit, einen Stopp in einem Supermarkt, wo es eine Suppe oder einen Salat gibt oder auch, wenn es die Gelegenheit bietet, immer gerne ein Picknick, wo alle Gäste auch mithelfen dürfen. Das war auch gerade bei meiner letzten Reise in den Yellowstone-Nationalpark, sind es mit die Höhepunkte, über die man nachher immer wieder reflektiert. Ah, wie toll war das, wie wir in einer halben Stunde ein Picknick gemacht haben und alle haben mitgeholfen und wir haben alles wieder mitgenommen. Also so ist die Mittagsverpflegung. Abends gehen wir dann in Restaurants, entweder im Hotel oder nebendran, wo wir eben über die vielen Jahre auch Ihnen etwas Gutes empfehlen können. Wo Sie was Kleines essen können, nur einen Salat, nur eine Suppe, ist in Amerika gar kein Problem, sich eine Stunde an den Tisch zu setzen, nur eine Suppe zu essen. Wo man hier bei uns vielleicht Hemmungen hätte, in Amerika ist das völlig normal und Sie können es auch einen kleinen Betrag mit Kreditkarte bezahlen im Übrigen. Ja, der erste große Höhepunkt natürlich der Grand Canyon, den wir fast einen ganzen Tag erleben können in verschiedenen Farbspielen, in verschiedenen Sonnenständen. Wir kommen am Nachmittag so gegen 14 Uhr an und bleiben bis zum anderen Mittag um 12 Uhr dort. Wir haben die Gelegenheit auch, das wäre zusätzlich einen Rundflug zu buchen, um den Canyon auch aus der Vogelperspektive noch zu entdecken, aber es ist auch sehr schön, wenn Sie sich das sparen möchten oder vielleicht ein bisschen Bammel haben vor diesen kleinen Flugzeugen mit 18 Sitzplätzen, dann mit meiner Frau am Rand des Canyons entlang zu laufen, solange die anderen fliegen. Am zweiten Tag dort morgens wird es gemacht. Was natürlich auf jeden Fall dazugehört ist, so lange wie möglich am Canyonrand zu bleiben, immer wieder an verschiedenen Stellen auch anzuhalten, bei den unterschiedlichen Tageszeiten die Szenerie zu genießen. Insbesondere beim Sonnenuntergang, da gehen wir mit Ihnen zum Sunset Point, wo man dort so um 7:30 ungefähr dann die Sonne untergehen sieht. Dann anschließend gehen wir Abendessen in die Lodge. Und am anderen Morgen sehen Sie die Truppe dann schon um 4.30 Uhr, 5 Uhr wieder fit beim Sonnenaufgang. Das ist natürlich optional, aber ist streng empfohlen und wird von der Reiseleitung auch streng kontrolliert, wer da morgens um 4.30 Uhr bereitsteht zur Abfahrt. Hier war sogar mein Sohn mit dabei und wie ich erfreut feststelle, ist er auch aufgestanden. Aber das ist ein Eindruck, den, wenn Sie das einmal im Leben machen, ich hatte das Vergnügen, da schon öfters zu sehen und mich fasziniert es immer wieder, dieser Wechsel, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Grand Canyon ist mit eines der schönsten, was ich bisher gesehen habe. Ich war noch nicht überall auf der Welt, aber das muss man mitmachen. Ja, dann geht es noch ein bisschen weiter in Richtung Osten. Das ist der Wendepunkt der Reise am Monument Valley. Hier eine ganz andere Szenerie, hat alles auch viel mit Erosion zu tun, wie der Grand Canyon natürlich über Millionen von Jahren vom Colorado River ausgefräst wurde, von Wind und Wetter, von Schnee und Eis. Und ähnlich ist es hier im Monument Valley, da sind diese harten Gesteinsbrocken, die hier wie ein schlafender Elefant nach oben strecken, übrig geblieben. Rundherum ist nur Wüste. Man kennt diese Bilder, diese Szenerie aus vielen Wildwestfilmen, die hier gespielt haben. Und wir fahren auch deshalb in fast Wildwestmanier mit diesen Jeeps der Navajo-Indianer. Wir sind hier im Navajo-Indianer-Reservat etwas tiefer hinein, ungefähr 2 Stunden, um dieses Monument Valley eben auch von innen zu erleben. Nicht nur von der Besucherterrasse aus, sondern eine Innenansicht zu nehmen und auch dort wieder unterschiedliche Perspektiven zu haben. Hier ist auch die Gelegenheit, mal was Kleines einzukaufen. Ein Navajo-Schmuck, der dort
sicherlich am authentischsten ist, was Sie kaufen können. Und so bleibt auch ein bisschen Geld dort. Die leben dort immer noch sehr bescheiden in diesem Reservat, wobei die mittlerweile, wir kommen da schon 30 Jahre hin, aus gerade diesem Monument Valley wirklich eine sehr gut funktionierende Anlage gemacht habe, sogar mit einem eigenen Hotel jetzt. Wir wohnen in Kayenta, das ist so etwa eine halbe Stunde entfernt vom Monument Valley, ein Hotel, was auch von den Navajos betrieben wird. Von da aus geht es dann immer weiter Richtung Westen. Wir sind dann Endstation San Francisco unterwegs und dazwischen gibt es sehr viele unterschiedliche Landschaften. Wir kommen zum Beispiel über den Lake Powell, ein riesiger Stausee mit einem Elektrizitätswerk, wo auch sehr viel Energie produziert wird für Las Vegas und für die Städte an der Küste. Bryce Canyon ist eine ganz andere Szenerie wie der Grand Canyon und das Monument Valley, nicht minder beeindruckend. Hier ein riesiges Amphitheater von Felsnadeln. Es werden Hoodoos genannt. Es gibt so in Südtirol die Externsteine, die vielleicht ganz entfernt daran erinnern, aber es sind hier halt Tausende von diesen Formationen und eben auch bei jedem Sonnenstand leuchtet es unterschiedlich rot und gelb. Und wir haben vor allen Dingen hier auch die Zeit, weil wir wieder direkt am Ausgang vom Bryce Canyon wohnen, in einer schönen Lodge, einen Spaziergang zu machen und bei gutem Wetter, sprich wenn es nicht vorher geregnet hat, weil es sonst ein bisschen rutschig ist, gehen wir auch in den Bryce Canyon runter, so etwa 2 Kilometer, einen kleinen Rundweg, sodass man auch diese Hoodoos von unten sieht, nicht nur von oben. Dann gibt es ein gutes Essen im Ruby's Inn, ein ganz berühmtes Restaurant, Hotel, seit 1916 dort, ein Campingplatz und ein Hotel und vor allen Dingen ein fantastisches Steak. Wenn Sie unterwegs Steak essen, dann unbedingt im Ruby's Inn. Das steht auch im Katalog, weil das wirklich immer gut schmeckt und auch einen ganz vernünftigen Preis hat. Wir sind da auf dem Land, nicht in den großen Städten, wo man dann sehr viel mehr bezahlen muss. Ja, wir sind dann weiter durch einen Nationalpark, der nicht so berühmt ist, der Zion Park, der auch schön ist. Der hat so ganz fantastische Felswände hier, der Checkerboard Mesa zum Beispiel, der so schachbrettartige Muster hat. Und da gibt es natürlich immer auch mal wieder das Bedürfnis, ein Gruppenbild zu machen. Das ist unser Fahrer, den wir sehr oft haben, nicht immer, nicht garantiert. Aber er ist der Fahrer, den wir requesten sozusagen bei der Firma und der freut sich auch immer, ist immer im Kontakt über Facebook mit meiner Frau, sobald sie den Termin hat, dass er das schon mal einplanen kann, damit er wieder mit den Crazy Germans fahren darf, die sich so viel Zeit nehmen, weil er fährt sonst Amerikaner und Japaner und die machen die Sache, die wir in 14 Tagen machen, in 6 Tagen. Und er ist immer total, sagt es, like holiday, I like it. Fühlt sich immer im Urlaub. Ja, dann geht's nach Las Vegas. Auch natürlich für viele eine Sehnsuchtsdestination. Wir sind da leider nur eine Nacht. Man würde gern überall verlängern, aber wir müssen halt auch irgendwann dann zum Schluss kommen. Las Vegas, eine Nacht. Wir wohnen im tollen Hotel, Mirage Hotel am Strip und machen dann einen Abendspaziergang durch verschiedene Hotels, zum Beispiel das Venetian Hotel, Caesars Palace Hotel und zeigen Ihnen die verschiedenen Themenhotels, die wirklich beeindruckend sind. Wir haben also weniger Zeit jetzt für die Casinos, die sieht man immer, aber es macht keinen Sinn, das Geld liegen zu lassen, sondern wir schauen uns an, was hier geboten wird, um Gäste nach Las Vegas zu bringen und um sie vergessen zu lassen, dass sie im Casino sitzen, wird hier halt sehr viel Aufwand betrieben. Das ist unser Hotel, das Mirage Hotel, sehr bekannt durch Siegfried und Roy, die hier ihre Show hatten, jetzt leider nicht mehr, sonst könnte man da abends auch noch eine Show angucken, aber die ganze Stadt, dieser Rundgang ist so fantastisch, da braucht man nicht noch Geld ausgeben. Ja, dann das Death Valley auf dem Weg Richtung Yosemite Nationalpark, da müssen wir durch, wie die frühen Siedler, die hier mit den Kutschen durchgefahren sind, auf der letzten Etappe Richtung Meer. Die dachten dann, sie sind gleich im Pazifik, dann kommt nochmal so ein Tal, dann kommen nochmal riesige Berge, dann kommt die Sierra Nevada und dann irgendwann sind sie da. Hier hat es wohl letztes Jahr geregnet bei der Tour, das kann auch passieren.
Aber im Normalfall ist es da 40, 45 Grad heiß. Wir sind etwa 50 Meter unter Meeresspiegel an der tiefsten Stelle des Death Valley, bevor es dann wieder auf die Berge geht. Und wir fahren diese Tour auch immer nur so von Mitte Juni bis Ende August, weil der Weg, den wir gehen über den Tioga-Pass, nur wenige Wochen im Jahr wirklich sicher befahrbar ist. Das ist fast 2500 Meter hoher Passübergang und da liegt noch sehr lange Schnee. Und das ist der schönste Zugang, auch wenn Sie privat unterwegs sein sollten, in den Yosemite-Nationalpark unbedingt über den Tioga-Pass fahren, weil man eben dann die ganze Szenerie des Parks wirklich über die ganze Ausdehnung erleben kann. Die großen Felswände, die jetzt gerade wieder berühmt wurden durch die beiden Freikletterer, die hier hochgegangen sind auf dem El Capitan, und die Bäume, die Sequoia-Mammutbäume, die man hier antrifft, die sehr hoch und vor allen Dingen sehr alt sind, riesige Dimensionen haben, früher sogar der Tunnel Tree hier. Also wir haben hier zum Abschluss nochmal einen ganzen Tag Natur pur in diesem Yosemite Park, bevor wir dann zum Schluss nach San Francisco kommen. Hier diese wunderschöne Stadt am Pazifik, die auch für viele, die noch nicht dort waren, zu einem der Punkte erkoren wird, die man noch sehen muss. Die berühmte Golden Gate Brücke, über die wir natürlich auch fahren. Wir haben auch dort wieder einen örtlichen Führer, der uns einige Stunden dann aktuell durch San Francisco führt und auch natürlich immer dann auch über das Leben dort was erzählen kann. Und wir gehen auf Aussichtspunkte, hier die Twin Peaks, von denen aus man einen fantastischen Blick auf die Stadt hat, wo es natürlich auch Nebel hat. Aber in San Francisco, das wissen Sie sicherlich, gibt es so große Temperaturunterschiede vom Pazifik ins Inland, dass es zu bestimmten Tageszeiten einfach immer Nebel reinzieht. Und dann muss man eben die Stadtrundfahrt so machen, dass man außerhalb dieser Zeiten dort steht. Wir sind viel zu Fuß unterwegs, hier in San Francisco. Hier zum Beispiel die Lombard Street, die einer der berühmtesten engen und sehr hügeligen Straßen sind, in der Nähe vom von der Fisherman's Wharf. Und wir fahren natürlich auch die eine oder andere Etappe mit den berühmten Cable Cars. Das ist insofern ganz gut, weil unser letztes Hotel, das Park 55 in San Francisco, liegt ganz zentral am Union Square, in einem schönen Einkaufsbereich auch von San Francisco. Und an der Endstation ist unser Hotel, sodass wir da immer eine gute Chance haben, auch alle reinzukommen mit einer Bahn. Und dann geht es ganz gemütlich über die Straßen von San Francisco bis zur Fisherman's Wharf. Die Stadtrundfahrt, die wir machen, endet in Sausalito. Sehen Sie hier, das ist ein Künstlerdorf, wo so Bootshäuser hat, wo die Leute auch heute noch wohnen. War früher in der Hippie-Zeit noch viel bekannter und beliebter. Und von da aus fahren wir dann mittags mit der Fähre zurück nach San Francisco, Fisherman's Wharf, wo man dann einfach auch einen tollen Blick auf die Golden Gate Brücke, auf die ganze Szenerie der Stadt hat und die Stadt vom Wasser aus erlebt. Wir erleben sie dann auch noch von oben. Da sind wir zum Abschlussessen, was bei dieser Reise mit drin ist, im Chinatown, wo es ein sehr gutes chinesisches Essen gibt, was diese Reise abschließt. Wir haben dann noch einen ganzen Tag zur freien Verfügung, wo meine Frau für alle, die mit ihr unterwegs sein möchten, noch ein Programm anbietet. Aber man kann dann auch tatsächlich Dinge noch mal machen, mal selber mit der Cable Car fahren. Alles kann auch einkaufen gehen, weil wir erst am Abend dann zurückfliegen mit Lufthansa. Um kurz vor 10 Uhr geht der Flug erst weg in San Francisco nach München.